Hallo liebe Freundinnen und liebe Freunde der analogen Unterhaltung. Ein weiteres Update-Video. Wir haben wieder zu Gast vom neuen gegründeten Verein Blick aufs Brett e.V. den Alex und den Matthias. Ja, herzlich willkommen. Hallo Johannes, schön wieder hier sein zu dürfen. Ja. Es gibt viele Neuigkeiten. Ich habe euch heute mal den Herr der Spieleausleihe, den Meister persönlich himself mitgebracht. Der euch einiges Neues sagen wird, was ihr erwarten könnt in der Spielausleihe. Letztes Mal haben wir noch gesagt, es ist weniger, aber es hat sich ein bisschen geändert. Es gibt doch einiges, was ihr jetzt Neues bei uns sehen könnt, Neues, was es bei uns gibt. Und genaueres wird euch jetzt Matthias dazu sagen. Ja, hallöle. Ja. Ich freue mich, heute hier dabei sein zu dürfen. Erstmaligst vor der Kamera, vielen vielleicht bekannt schon als Helfer der letzten Jahre auf der BerlinCon und auch in Essen bei Hunter & Friends am Merchandise-Stand. Kümmere mich dieses Jahr noch stärker als in den Vorjahren um die Spieleausleihe. Und da haben wir seitens des Vereins einiges schon in den letzten Wochen auf die Beine gestellt. Wir haben verschiedene Verlage angeschrieben und um Spiele gebeten, Spiele, die ihr im letzten Jahr vermisst habt bei der Spieleausleihe. Natürlich auch Neuheiten, aber auch Evergreens, die wir empfehlen können für alle Altersgruppen und auch alle Spielergruppen. Im Gegensatz zum Vorjahr wird es eine deutlich verbesserte Präsentation der Spiele geben. Wir haben Regale angeschafft, um die sämtlichen Spiele in Regalen alphabetisiert und nach Kategorien entsprechend aufzubauen, sodass ihr einen deutlich besseren Überblick über die Spiele bekommen werdet, die sich dort befinden. Und versuchen auch noch zusätzlich eine Liste der Spiele an der Ausleihe auszulegen. Also alle Spiele, die ihr da habt sozusagen. Ja? Genau. Es werden rund 600 Spiele sein. Das ist etwa das Doppelte im Vergleich zur letzten BerlinCon. Also wir haben hier deutlich aufgerüstet und denken, dass wir hier ja, fast alle Wünsche in den verschiedenen Spielsegmenten erfüllen können. Wir haben aber natürlich auch die doppelte Menge an Platz. Ja. Für die Spieleausleihe, also quasi deutlich größer, dass man auch mehr Platz hat, sich von allen Seiten das anzugucken. Und wir haben natürlich auch einen verdoppelten doppelt so großen freien Spielebereich, also ungefähr doppelt so viele Sitzplätze wie 2021, aber auch 2019, also deutlich mehr freie Spielfläche. Da will ich nur kurz nochmal einhaken, also die Game Night ist ja dieses Jahr wirklich nur für die Badge-Besitzer und auch da gibt es noch ein paar Tickets, weil wir nämlich den nochmal vergrößern konnten, sonst wären die nämlich schon ausverkauft gewesen, aber wir hatten dann doch noch ein bisschen Platz frei und ja, also wer noch kurz entschlossen Freitagabend und Samstagabend spielen will, der hat noch die Chance, bis zur Veranstaltung sich ein Ticket zu holen. Ganz wichtig vielleicht auch zu sagen, die Spieleausleihe ist nach wie vor kostenlos. Ihr könnt recht unbürokratisch einfach zu uns kommen, euch die Spiele aussuchen und entsprechend an den Spieltisch mitnehmen. Solltet ihr das Gefühl haben, dass ihr noch Mitspieler sucht, haben wir den Wunsch auch vieler Kommentierender vom letzten Video schon umgesetzt und haben hier an einem Schild gebastelt, um es euch zu erleichtern, Mitspieler zu finden. Diese Schilder könnt ihr bei der Ausleihe bei uns mitnehmen, an den Tisch dort aufstellen und solange ihr einen Spieler sucht, einfach aufgestellt lassen, nach dem Spielen bei uns einfach wieder abgeben. Und so habt ihr auch die Möglichkeit, vielleicht neue Leute kennenzulernen oder vielleicht sogar das Glück, dass euch jemand das Spielen erklären kann. Denn das werden wir auf der diesjährigen BerlinCon nicht bewerkstelligen können, euch speziell noch seitens unseres Vereins Spiele zu erklären. Ja, genau. Ja, nee, aber das finde ich auch eine coole Sache. Das könnt ihr ja auch, selbst wenn ihr einfach nur, keine Ahnung, einen freien Platz habt, so, ne? Also viele gehen ja auch rum, die sozusagen selber gerne eine Partie suchen. Ne? Also wenn ihr einfach freie Plätze habt, die ihr anbietet, dann nehmt es doch einfach mit, auch wenn ihr jetzt nicht unbedingt quasi einen braucht, sondern einfach nur einen offenen Platz habt. Ist doch auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Schön, dass ihr das schon umgesetzt habt. Und ihr habt ja noch mehr, ihr habt ja noch eine Pinnwand. Genau. Für Spieler, die eben mehr wollen, als einfach am Spieltisch einen Mitspieler zu suchen, sich vielleicht am nächsten Tag zu verabreden oder sonstiges einfach posten möchten, haben wir die Möglichkeit, an zwei Pinnwänden einfach Nachrichten zu hinterlassen und so vielleicht auch in den Kontakt zu anderen Besuchern zu treten. Wir werden das mal testen, wie das ankommt und das Ganze ist vielleicht noch etwas ausbaufähig und da würden wir uns natürlich über entsprechendes Feedback von euch freuen, um das vielleicht für das System fürs nächste Jahr
noch zu verbessern. Aber auch für sämtliches anderes Feedback wären wir sehr dankbar. Ich werde die gesamte Zeit auf der Spielerausleihe zu finden sein und würde mich sehr freuen, wenn ihr mich da entsprechend kontaktiert für alles rund um die Spielerausleihe. Genau, ansonsten könnt ihr jederzeit uns ansprechen. Ihr werdet alle daran erkennen, dass sie solche gelben T-Shirts anhaben, die zum Verein gehören. Die könnt ihr wirklich fragen, mit Fragen löchern. Die könnt ihr nach allen möglichen Fragen, nicht nur zur Spieleausleihe, wie kann ich Mitglied werden, was kann ich machen, wie kann ich euch unterstützen. Da könnt ihr wirklich jederzeit uns fragen. Und Matthias ist da, ich bin am Merchstand zu finden, also nicht weit weg, genau dahinter. Also ihr habt eigentlich immer jemanden aus dem Verein, der ansprechbar ist. Und gerade was auch sowas angeht, wie zum Beispiel Spielewünsche, ne? Da wird es sicherlich immer noch, auch wenn wir jetzt deutlich mehr Spiele haben, wird es immer noch Spiele geben, die ihr vermisst. Dann könnt ihr die Wünsche natürlich auch äußern, werden sicher aufgenommen. Ganz genau. Wir haben auch vor, eine Auswertung zu machen. Welches Spiel jetzt in welchem Maße ausgeliehen wurde, um einfach zu schauen, was brauchen wir vielleicht mehr in welchen Kategorien und was können wir vielleicht beim nächsten Mal zu Hause lassen, denn durch die Neuheiten müssen wir natürlich oder können wir natürlich auch nicht unbegrenzt Spiele mitnehmen und wir wollen einfach das mit dabei haben, was ihr euch wünscht. Das liegt uns am Herzen. Genau. Apropos Spiele, was ist neu bei uns? Was kam jetzt rein? Viele Verlage haben schon Sachen geschickt. Manche Sachen können wir auch direkt vor Ort abholen. Also da auch nochmal vielen Dank an die Verlage. Und ich würde sagen, wir haben ein paar Spiele mal mitgebracht. Die zeigen wir euch mal, damit ihr euch schon drauf einstellen könnt, was ihr spielen wollt. Vorher überlegen könnt, was ihr spielen wollt. Fangen wir mal an mit So Clever. So Clever ist auf der Erweiterungsliste des Familienspiels, also auf der Longlist, wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Ja, schön, dass wieder lieferbar ist. Ne? Ja. Weil der lange gesagt, es gab es nicht lieferbar, jetzt ist es da und auf der BerlinCon ist natürlich auch da. Genau. Wenn ihr mit Hilfe vielleicht von diesem Schild genug Mitspieler gefunden habt, dann rate ich euch eine Runde Abgrundtief zu spielen. Battlestar Galactica ist der Vorgänger davon und Abgrundtief wirklich ein ganz tolles Spiel, gerade für den Freitagabend zum Kennenlernen der Leute, um hinterher genug Spielpartner zu haben, ist wirklich eine Empfehlung wert, Abgrundtief zu spielen. Ja, für die lange Game Night ein perfektes Spiel, würde ich sagen. Dann, für alle, die mit Kindern kommen und gerne mal ein paar Monstern einen auf die Nischel hauen wollen, Wonderbook. Nicht nur schön anzusehen aufgrund des 3D-Pop-Up-Mechanismus, sondern wirklich auch ein ganz tolles Spiel für Kinder. Ich würde mal sagen, so ab 7, 8-Jährige könnt ihr gerne damit spielen. Also vielleicht am Sonntag, wenn ihr mit den Kindern dabei seid, könnt das gerne bei uns abholen. Wonderbook, wirklich tolles Spiel. Und auch natürlich super, das Spiel ist ja nicht ganz billig, um sich es einfach mal anzugucken, mal eine Partie zu spielen, ob es was für einen ist. Und dann kann man es sich ja immer noch holen. Abacus übrigens. Nicht mit eigenem Stand dieses Jahr, tut ihnen auch sehr leid. Die wären gerne gekommen, aber sie hatten keine Spiele. Oh, na, die haben wir jetzt. Ja. Den Restbestand haben wir genommen. Sie hatten halt keine, ne? Also sie hatten natürlich noch so ein, zwei Exemplare, aber sie hatten halt selber nicht, deshalb, sie wollten eigentlich gern kommen, aber sie hätten gesagt, sie hatten dann einfach einen leeren Stand gehabt und das hätte sich dann nicht so gelohnt, aber nächstes Jahr sind sie dann wieder da. Ja? So, was haben wir noch? Genau, wir haben noch aus dem PD-Verlag Concordia. Ja. Gerade ein Spiel für eine größere Runde, ein Kennerspiel mittleres Niveau für 5 Leute, wirklich ein ganz, ganz tolles Teil. Ja, immer noch hochgerankt bei BGG, immer noch Top 21, unter den ersten 25 mit Platz 21. Glauben, also eine Empfehlung und auch bis 5 Spieler spielbar. Also vielleicht auch das mal ausprobieren. Definitiv ein echter Evergreen. Für alle Katzenliebhaber haben wir dabei Calico. Calico, auch vielen Dank an den Ravensburger Spielerverlag, der Vorgänger von Cascadia. Mhm. Ein wirklich anspruchsvolles Spiel und mit kleinen, niedlichen Katzen. Also wer drauf Bock hat, kommt vorbei, holt es euch ab. Seven Wonders Architects, auch auf der Longlist zu finden. Spiel des Jahres. Und wirklich, auch wenn ihr viele Leute seid, ein gutes Spiel,
haben, spielen wollt und bei der Hitze genau das Richtige, leicht, locker, flockig, runter. Für Kinder auch gut geeignet. Genau. Ne? Also wenn er eher so, das ist ja wirklich einfach, leicht zu lernen. Ist auch nicht schlecht, wenn man jetzt, würde ich nicht empfehlen, auf der BerlinCon so die Mega-Regeln erst sich so dann lieber mehr Spielzeit investieren. So, genau. Ne? Ja. Deswegen auch vielen Dank an Asmodee für die Bereitstellung von Seven Wonders Architects. Super. Genau. Zoch hat uns eine, wirklich auch eine sehr, sehr teure Rarität geschickt. Ja. Und zwar Riffraff. Ja, Riffraff, cool. Meiner Meinung nach, das beste Geschicklichkeitsspiel, was es gibt, neben so ein paar anderen, aber es gehört mindestens zu meinen Top 3 Geschicklichkeitsspielen. Beste Balance-Spiel. Balance-Spiel. Das ist eine eigene Kategorie. Ja. Beste das ist das mit diesem Segel, was man so ausbalanciert. Genau. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Und ein richtig toller Hingucker, der zum Spielen einfach einlädt. Ja, toll. Ja. Auch ein schöner Klassiker. Wenn wir schon bei Freitagabend sind. Ja. Top 10 darf natürlich nicht fehlen. Top 10 nominiert zum Spiel des Jahres. Was soll ich sagen? Partyspiel pur für Freitagabend in der großen Runde mit 1, 2, 3 Bier ist das ziemlich lustig. Ja, locker genau. Spaß. Genau, wir hoffen, dass wir dieses Jahr, das war letztes Jahr ein bisschen schwierig mit der Verpflegung am Abend, da mussten die Kollegen erst reinkommen, aber sie haben jetzt die Erfahrung mitgenommen. Ich hoffe, dass jetzt die Verpflegung abends schneller anläuft und wir wirklich dann vor allem auch am Freitagabend gleich was zu essen haben. Genau. Aus dem Kosmos Verlag. Und zu trinken natürlich auch. Nominiert, auch letztes Jahr, Spiel des Jahres, bei Top 3, Robin Hood. Und wir haben es nicht nur einmal in der Ausleihe, wir haben es mehrmals in der Ausleihe. Also wer wirklich ein cooles Abenteuer erleben will, mit einer anderen Mechanik, dann ist wirklich Robin Hood zu empfehlen. Ganz, ganz tolles Spiel. Ja. Ist auch sozusagen so ein Kampagnenspiel, was man auch mal in so einem Abend machen kann. Genau. Oder? Das ist genau. Nicht so. Genau. Und Dune dieses Jahr auf dem Kennerspiel. Nominierungsliste, danke. Und zwar nicht nur Dune, sondern auch dank dem Asmodee Verlag auch Wise of X gleich mit dazu geliefert. Also wer bereits das Hauptspiel kennt, kann es noch mit dem Grundspiel ergänzen. Beides könnt ihr auch an der Spieleausleihe bei uns abholen und dann bekommt ihr auch beides überlegt, mit. Ob ihr es in eine Schachtel tun? Wir werden es nicht in eine Schachtel tun, weil es auch Leute gibt, die es nicht mit Erweiterung spielen wollen, obwohl ich euch allen rate, ihr könnt es gleich, so viel macht es nicht Neues, ihr könnt es gleich mit der Erweiterung hier spielen. Hier geht es auch, finde ich, das ist schnell auseinandersortiert, ne? Ist nicht so viel Material. Das ja, aber es ist halt schöner, wenn es so schöner auf jeden Fall. Sehr gut. Super, ja, ganz herzlichen Dank an alle Verlage, die uns bereits unterstützt haben und auch an die Verlage, die uns auf der BerlinCon noch unterstützen werden. Da gibt es auch einige Verlage, die uns hierzu gesagt haben, super, dass wir dort noch Spiele erhalten werden und so für euch noch ein breiteres Sortiment anbieten können. Wenn ihr Neuigkeiten rund um was kommt neu, was könnt ihr erwarten auf der Ausleihe, dann verfolgt am besten einfach unser Facebook-Kanal, unser Instagram-Kanal oder geht auf unsere Internetseite www.blickaufthebrett.de. Super, ja, nee, also vielen Dank. Kurzer Hinweis, letztes Video hattet ihr eine kleine Verlosung. Das losen wir wie immer über die Kommentare aus und antworten dann dem Gewinner. Der muss dann einfach eine E-Mail schreiben, also mal checken, ob ihr da zufällig gezogen wurdet. Und ansonsten ja, bedanke ich mich bei euch. Ich bedanke mich natürlich generell beim ganzen Verein, die jetzt wirklich mit ganz neuer Energie einfach das Thema Spieleausleihe voranbringen und uns da auch mega entlasten und einfach das aufs nächste Level heben. Genau. Das ist super. Ja, ich freue mich wirklich. Das wird definitiv die krasseste Spieleausleihe-freie Spielefläche, die wir je hatten. Und ich bin gespannt, wie es wird. Ihr hoffentlich auch. Was noch zu sagen ist, unsere Kollegen vom Flohmarkt-Team haben uns noch gebeten zu sagen, dass der Flohmarkt noch offen ist. Noch könnt ihr Sachen anmelden. Bis wann ist das? Bis 10. Juli ist also eine Woche vorher. Wobei ich sag mal so ganz spät, late, man kann dann immer noch hoffen und beten, dass sie es noch annehmen, aber sie wollen halt gerne, also sie bieten glaube ich vor allem darum, nicht bis auf den letzten Drücker zu warten. Ich habe meine Liste jetzt auch schon abgegeben also ich weiß, sie sind noch nicht ganz auf der Zahl vom letzten Jahr, aber ich weiß auch in den letzten Wochen, da prasselt es dann. Aber trotzdem einfach nicht vergessen, wenn ihr zum Beispiel im Ballflohmarkt auch was beitragen wollt,
dann setzt euch jetzt hin, macht die Liste, alles auf der Homepage, ne, könnt ihr gucken, die Infos, wie es funktioniert, ist eigentlich relativ einfach, nur eine Excel-Liste ausfüllen und dann kriegt ihr Labels zugeschickt, könnt ihr selber ausdrucken, alles kein Problem und wird wieder ein super Flohmarkt. Ich habe schöne Sachen, also ich habe nicht nur, diesmal habe ich mehr Qualität. Ich bin gespannt. Mal gucken, was es bringt. Und nicht vergessen, macht die Preise so, wie sie beim Flohmarkt auch gehören. Ne? Also seid ihr nicht da, um zu handeln, deswegen macht gleich gute Preise, sonst liegen die Sachen nachher noch da. Das wäre schade für euch und natürlich auch für die Besucher. Genau. Ja. Okay, dann. Ja, ganz lieben Dank, dass wir bei dir sein durften. Und wir freuen uns jetzt alle sehr auf die BerlinCon. Kommt vorbei, kommt zur Spieleausleihe und habt Spaß mit uns zusammen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.